Hallo Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Wir sind aus Afrika direkt nach Österreich geflogen, um jemanden zu treffen, und zwar Felix, einen der bekanntesten YouTuber und größten YouTuber Deutschlands. Hi Felix. Ja, groß bin ich, ne? Siehst du ja. Ja, definitiv. Also ich habe gerade schon zu Felix gesagt, wir sind im Auto hergefallen, mit Thomas und ich. Herr Köpfinch, ich glaube, der Felix ist ganz schön groß und ich muss nicht hier oben gucken. Aber cool, dass ihr seid, cool, dass ich mitmachen kann. Ja, gerne, gerne. Wir freuen uns auch. Und du bist ja auch neben YouTuber auch Rennfahrer. Heißt es Rennfahrer? Ja, doch. Und mein Auto seht ihr auch schon hinter mir. Leider konnte ich heute nicht fahren, deswegen bin ich auch ein bisschen schlechter gelaunt, ehrlich gesagt, als sonst. Wir hatten, Auto hat gebrannt gestern und konnten dann mit dem Motorschaden heute nicht fahren. Die Jungs machen jetzt alles möglich. Es werden Mechaniker aus England eingeflogen. Es wurde hier eine Werkstatt organisiert, weil du brauchst Hebebühne, Motorheber, um das alles machen zu können. Also vielleicht fahren wir morgen. Daumen drücken oder Hände falten oder irgendwas. Aber hoffentlich fahren wir wieder. Also wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen, und heute geht es um die Verkehrsunfälle. Bist du schon mal in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen oder musstest du generell schon mal erste Hilfe leisten? Also Gott sei Dank habe ich selbst noch keinen Verkehrsunfall mit Personenschäden gehabt, sag ich mal. Schon mal so ein kleines Malheur, ja, mit dann auch Reifenschaden und sowas. Also ich war nur Beifahrer, aber das ist schon blöd genug. Klar, ich hatte natürlich viele Unfälle mit, nicht viele, aber ein paar Unfälle mit einem Rennauto. So, und da bist du aber halt komplett festgeschnallt. Da hast du einen Helm an, da hast du ein Handsystem auf extrem viele Sicherheitssysteme, und die Autos sind sehr sicher gemacht. Da passiert relativ wenig, auch wenn du da mit 200 gegen das andere Auto fährst. Also hatte ich schon alles. Aber nee, Straßenverkehr, Gott sei Dank, bist du ja verschont gewesen. Aber wenn es halt mal passiert, dann will man ja vorbereitet sein. Ganz genau, so sieht es aus. Vorbereitet sein. Wir stellen uns jetzt gerade mal vor, du fährst mit Kati zum Beispiel im Auto. Vor euch fährt ein Auto und plötzlich seht ihr, wie es frontal gegen einen Baum fährt. Was würdest du machen, an was würdest du als erstes denken? Natürlich erstmal totaler Schockmoment, ne? Aber ich glaube, wir als Menschen haben halt so einen Instinkt, wir wollen helfen. Wir müssen helfen. Und ja, was machen wir dann? Du musst halt natürlich ganz doll aufpassen, je nachdem, wo es ist, ob es auch eine Autobahn ist oder Bundesstraße, dein eigenes Auto und dich selbst aus der Gefahrenzone bringen. Ne? Also wenn es jetzt mitten in der Nacht ist, neblig, und du auf der Straße anhältst, dann provozierst du halt den nächsten Unfall und vielleicht sogar Schäden für dich selbst. Deswegen, da musst du natürlich aufpassen, Warnblinkanlage an, Weste an, wenn das schnell geht, und dann musst du halt schauen, dass du da zum Helfen hingehst. Aber da gibt es ja auch viele Sachen, die du beachten musst. Ne? Wenn jetzt jemand gegen den Baum fährt, den solltest du jetzt nicht einfach irgendwie aus dem Auto rausziehen, oder? Genau so sieht's aus. Also wenn du jemanden siehst, der im Auto drin sitzt, der bewusstlos ist, dann muss er aus dem Auto raus. Weil dann müssen wir ihn schauen, atmet er nicht, stabile Seitenlage oder Herz-Lungen-Wiederbelebung. Wenn er allerdings jetzt bei Bewusstsein ist, also mit dir ganz normal sprechen kann, dann kann man ihn im Auto sitzen lassen und Notruf annehmen. Notruf 112, ganz, ganz wichtig anzurufen. Und pro Rettungswagen kann nur ein einziger Patient transportiert werden. Also viele sagen ja, naja, wir haben 5 Patienten und ein Rettungswagen reicht. Aber genauso ist es eben nicht. Pro Rettungswagen ein Patient und so schnell wie möglich dann den Notruf über die 112 absetzen. Wahrscheinlich, wenn man den Notruf wählt, hier wird gerade nebenan noch gearbeitet, aber wenn man den Notruf wählt, dann muss man ganz genau sagen, wo man ist und wie viele Menschen denn verletzen und wie schwer sie wahrscheinlich auch verletzen. Also das ist wahrscheinlich neben dem, dass man selbst aktiv, sage ich mal, erste Hilfe leistet, ist ganz wichtig, auch wenn man, sage ich mal, vielleicht blockiert ist im Kopf und nicht selbst machen kann. Trotzdem Notruf wählen und einfach genau durchgehen, was ist. Das ist, glaube ich, schon mal eine der super wichtigen Sachen, die wirklich jeder machen kann. Notruf 112, die wichtigste Frage, wo ist man? Nicht wer ruft an, das interessiert erstmal keinen, sondern wo ist man? Weil in jedem Moment kann das Handynetz abbrechen und dann weiß der Rettungsdienst nicht, wo er hinzufahren hat. Deswegen, du hast vollkommen richtig gesagt, wo zunächst erstmal sagen und dann vielleicht auch sagen, wie viele Patienten, und dann kann der Rettungsdienst schon mal losfahren. Perfekt, hervorragend. Du bist hervorragend geeignet für einen Ersthelfer, muss ich sagen. Wann ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs gewesen? Vor 6 Jahren oder so beim Führerschein halt, ne? Da macht man das halt. Aber es ist eigentlich wichtig, dass man das Wissen auch immer wieder auffrischt, und damit man wirklich halt, niemand will, dass was passiert, und wenn man Glück hat, passiert auch nichts, aber es kann jederzeit was passieren und du kannst Leben retten, und andersherum, wenn du einen Unfall hast, können andere Menschen dein Leben retten. Deswegen sollten wir alle halt, was Erste Hilfe angeht, immer ein bisschen was im Kopf haben, ein bisschen wie man helfen kann. Perfekt, so sieht's aus. Eine Frage jetzt an euch, hattet ihr schon mal einen Verkehrsunfall oder seid ihr als Ersthelfer schon mal zum Verkehrsunfall dazugekommen? Schreibt es mir in die Kommentare, wir freuen uns, von euch zu lesen. In diesem Sinne, viele liebe Grüße hier aus Österreich vom Red Bull Ring in Spielberg. Spielberg. Und ja, bis bald mal wieder hier auf unserem Instagram-Account.